Alexander van der Bellens Kopftuchsaga sorgt für einen gehörigen Wirbel. Bei einer Diskussionsrunde sagt der Bundespräsident, dass wenn es so weitergeht mit der Islamophobie, der Tag kommt, an dem alle Frauen gebeten werden, ein Kopftuch zu tragen. Auf seiner Homepage veröffentlicht jetzt der ehemalige Grünen-Politiker Evgeny Dönmez einen offenen Brief an Alexander van der Bellen, denn er ist verärgert und fassungslos über diesen Saga. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber Sascha, dein Interview im Report habe ich mir dank TV-Tek dreimal angesehen, weil ich es nicht glauben konnte, was du im Kontext der Kopftuchthematik gesagt hast. Wenn eine derartige Aussage von Vertreterinnen der Grünen Partei geäußert worden wäre, hätte es mich kaum gewundert. Ein Bundespräsident eines neutralen und säkulären Staates, welcher dazu aufruft, dass alle Frauen aus Solidarität mit den Kopftuchträgerinnen auch ein Kopftuch tragen sollen, lässt nicht nur mich fassungslos über diese Aussage staunen. Ebenso der Kampfbegriff der Islamophobie, wo der Versuch unternommen wird, jegliche Kritik als rassistisch, islamfeindlich und ausländerfeindlich sofort im Keim zu ersticken und keine Diskussionen aufkommen zu lassen. Die Logik dieser entbehrlichen Aussage kommt der Logik gleich, Islamisten mit Islamisten bekämpfen zu wollen. Abschließend schreibt Dönmez noch: Ich hoffe sehr, dass es sich bei dieser Aussage um einen verbalen Ausrutscher gehandelt hat und nicht um eine politisch vertretene Haltung. Irren ist menschlich. Und Fehler passieren jedem, auch einem Bundespräsidenten. Genau dieses menschliche Verhalten macht dich sympathisch. Ich hoffe nur innigst, dass es sich wirklich nur um einen Fehler handelt.